ein bisschen Pferde gucken, wird er wohl nichts anderes sagen. Strick her für den Halfter. Hier damit. Wem gehört das hier? Hier, mir. In der Mitte, da. Wir müssen da nochmal weg, dann mal. Ja, hier weg, genau. Vorsicht, der betreten, weil er das hinkommt. So, jetzt hau ich mal einen auf den Arsch da. Ja, einer mit dem Schaufel. Mit dem Schaufel, mit dem Schaufel. Dann nehme ich vorsichtig, dann mache ich den Bein. Einmal hinter andere Seite. Andere Seite, ja. Und drücken ein bisschen, drücken. Der steht nicht mehr auf. Ja, so. Weiter. Hau da raus! Nee, das ist los! Der kommt das nicht hin. Mit dem Trecker! Jetzt!
Einmal mit dem Schaufel. Hey, warte, kannst du hier festgezogen. Lass mal was. Los, weiter jetzt. An Schlauch, hinten an Schlauch. Komm, hey. Guck mal, das wäre ganz toll, wenn du dich mal vorstellen würdest, so ganz am Anfang, ganz locker und unbeschwert. Ja, mein Name ist Horst Meyer, ich bin Zugführer des Zuges 1 und Einsatzleiter hier an dieser Einsatzstelle im Rupker Moor gewesen. Herr Meyer, was ist hier passiert? Ja, wie im Frühjahr immer, ein Pferd ist ausgebrochen aus seiner Weide und im Graben im Matsch im Moor versunken. Die Anfahrt war sehr schwierig, weil es eben halt mooriger Grund ist. Wir mussten unser Equipment sehr weit tragen, konnten dem Pferd aber einen Schlauch unter dem Leib unter durchziehen und es mit vereinten Kräften aus dem Graben rausziehen. Meines Wissens geht es dem Pferd jetzt wieder gut. Es steht auf der Weide und wird von den Pflegern betreut.